Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Mensch, wie lange ich den Satz schon nicht gesagt habe. Naja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch ein frohes neues Jahr. Das erste Video jetzt im neuen Jahr und los geht's nach dem Intro. Ja, ich war am Wochenende beim Geburtstag vom lieben Julian. Da war auch zu Gast der Cinemanuel, der Zimmy und der Kurt von Godzilla-Fan 1973 oder so. Nee, Spaß. Ja, und da habe ich jetzt nichts gekauft, nur der Julian hatte mir vor längerer Zeit schon eine Dragon Ball Funko besorgt. Die habe ich dann mitgenommen, weil extra schicken wollte ich nicht oder wollte er nicht, weil ich ja eh dann zu seinem Geburtstag gekommen bin. Aber ich habe mir auch so jetzt noch ein Spiel und ein Steelbook gekauft. Aber das zeige ich euch alles im Studio. Wenn ihr Videos zu der Geburtstagsfeier sehen wollt, also so ein paar Eindrücke, wie unser kleines Treffen war, guckt doch mal auf dem Kanal vom Simmy vorbei oder beim Kanal vom Cinemanuel. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los mit dem Wochenupdate. Viel Spaß! Dann fangen wir jetzt mal erstmal an mit der Funko Pop-Figur. Die war Müller exklusiv und in meiner Nähe, wo ich wohne, da gibt es keinen Müller, aber beim Julian schon. Und deswegen hat er mir den besorgt. Fand ich sehr nett vom Julian. Auf jeden Fall nochmal danke dafür. Und hier haben wir das gute Stück. Es ist natürlich wieder eine Dragon Ball Funko oder besser gesagt eine Dragon Ball Z Funko, die 709 und zwar Super Saiyajin 2 Vegeta. Das ist die Vorderseite vom Karton. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil aus hier mit dem Blitzen. Special Edition Aufkleber an Bord. Jetzt nicht unbedingt noch Comic-Con oder so exklusiv. Ist einfach nur eine Limited Edition in Deutschland, die es halt nur Müller gibt. Man weiß nie, vielleicht kriegt EMP die nochmal oder so, vielleicht die Restbestände. Aber man weiß es halt nicht. Auch wie gesagt, hier die Vorderseite. Denn hier die Seitenansicht nochmal mit der 709 und ein kleines Bild vom Vegeta. Auf der Rückseite gibt es die anderen Funkos, die es von der Reihe noch gibt. Es gibt unendlich viele Dragon Ball Funkos. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Dragon Ball Funko-Video, weil ich habe fast alle. So, und dann steht hier nochmal Super Saiyajin 2 Vegeta. Oben das typische Bild einer Funko-Verpackung. Und unten dann den EAN-Code. Und wie man die Packung zusammenfaltet zum Recyceln. Ich schmeiße die Packung natürlich nicht weg, weil ich bin nämlich eigentlich Inbox-Sammler. Aber jetzt fürs Video versuche ich mal hier den Vegeta vorsichtig auszupacken, weil das bei den Funko-Kartons ja ganz gut. Man kann, wenn man sehr vorsichtig ist, die ja eigentlich immer wieder einpacken. Packen wir das Ganze mal zur Seite, das mache ich nachher in Ruhe. Und jetzt schauen wir uns den Vegeta mal ausgepackt an. Der wichtigste Test bei den Funkos kommt natürlich jetzt. Steht er von alleine oder nicht? Aber wie ihr seht, er steht. So, jetzt gucken wir uns mal die Details der Figur an. Und die sind wirklich, also ich muss sagen, sieht wirklich mega geil aus. Hier oben haben wir einen ganz kleinen Bemalungsfehler, er hat einen kleinen Pickel. Das ist aber jetzt halb so wild. Aber hier guckt euch mal das mit die Blitze an, das sieht wirklich cool aus. Denn hier die Rückseite, auch richtig geil gemacht. Mit den Blitzen hier, wie die aus den Haaren kommen. Also ist schon eine geile Funko. Auch alleine die Pose, wie er steht, so schön auf Angriff. Richtig genial. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Der Funko sieht auf jeden Fall super aus. Nächste Teil ist nämlich ein Spiel für die PS4. Das habe ich mir geholt und zwar Star Wars The Jedi Fallen Order von EA. Das Ganze ist hier noch eingepackt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich es noch nicht gespielt habe. Aber ich packe es jetzt hier im Video aus. Und ich denke mal, dass ich das dann vielleicht, wenn ich es schaffe, nach dem Video heute auch noch spielen werde, aber das ist noch nicht so hundertprozentig. Ja, hier auf jeden Fall die Vorderseite von der ganz normalen Keep Case hier oder Emery der PS4-Variante. Ich hätte gerne noch das Steelbook, das gab es ja zu kaufen hier, dieses Leer-Steelbook, aber ich habe so gesagt, bevor du es dir kaufst, guckst du dir erstmal an, wie das Spiel so ist. Hier sind dann die Spielinformationen und so weiter. Es soll ja wirklich sehr gut sein, aber da will ich mich erst selbst von überzeugen. Hier, so sieht das Ganze dann aus. Sind hier irgendwelche Codes drin? Ja, hier ist so ein Code drin, hier muss ich dann mal hier entfernen und dann haben wir hier ganz normal die Disc. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht hole ich, also wenn mir das Spiel gefällt, hole ich mir definitiv noch das Steelbook. Übrigens ist hier doch kein Code drauf. Ja, ist halt einfach nur die Standard-Edition. Aber das Spiel soll wirklich sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt. So, und jetzt schon zum letzten Artikel diese Woche und zwar ein Steelbook, eine limitierte Steelbook Edition von Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner. Das hatte ich bei Amazon bestellt, aber das Wochenende, wo wir bei Julian waren, habe ich es live im Mediamarkt gesehen und ich muss sagen, live im Mediamarkt oder im Saturn war das, war ich davon schon ein bisschen enttäuscht, weil ich sehe es jetzt auch schon hier unter der Folie, dass der Druck vom Kevin Costner hier nicht so atemberaubend scharf ist.
Aber egal, wir packen das Ganze jetzt aus. Jetzt ist es hier und jetzt werde ich es mir natürlich auch mal ausgepackt angucken. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wenn es kaputt ist oder so. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das Gute ist, hier das Infoblatt ist nicht fest, also ist keine Klebis oder so. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber wir gucken uns erstmal hier diese Rückseite vom Infoblatt an. Hier der Plattentext. Könnt ihr mal Pause drücken, wenn ihr wollt. Und hier unten die technischen Daten. Wir haben hier eine Laufzeit der Kinofassung von 143 Minuten und die Extended Edition 155 Minuten. Also beide Fassungen mit an Bord. So, und jetzt gucken wir uns mal das Steelbook an. Also es ist jetzt so eine Art, ich würde schon sagen, Seidenmattglanz. Kein Hochglanz, aber schaut euch das an. Hier, der Kevin Costner ist mit so einer, ist das schon kaputt? Nee, war nur ein Rest von meinen Fingern. Der Kevin Costner ist hier mit so einer Hochglanzfolie beklebt. Und so insgesamt sieht das schon ganz okay aus, aber ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt. Guckt euch mal das Gesicht an. Also es sieht jetzt hier auf einer Kamera sieht das scharf aus, aber es ist wirklich nicht so ein scharfer Druck. Also wenn man es live vor sich hat, ist das eher so ein bisschen matschig. Könnte jetzt auch täuschen wegen dem Hintergrund. Naja, es ist auf jeden Fall nicht das schlechteste Steelbook, was ich bisher gesehen habe. Und hier steht dann auch, Kevin Costner ist Robin Hood, König der Liebe. Schön in Deutsch geschrieben. Die Rückseite, oh, die ist aber, die ist scharf gedruckt. Und die sieht auch ganz gut aus. Hier haben wir auch auf Kevin Costner so eine Glanzfolie drauf. Also die Rückseite, die geht klar. Die ist wirklich, kann man jetzt nicht meckern. Schönes Motiv mit diesen schwarzen Schatten. Das passt zum Film. Ist auf jeden Fall gut gelungen. Das Ganze aufklappen sieht das denn so aus. Der Gesamteindruck, der geht jetzt wieder klar. Man kann auch gut dem Spine lesen. Robin Hood, König der Diebe von NSM Records. Insgesamt ist es schon ein gutes Steelbook. Ich habe da schon viel, viel schlechtere gesehen. Ich kaufe ja nicht mehr so viele Steelbooks, aber ja, den Kauf habe ich jetzt nicht bereut. So, dann haben wir hier die normale Fassung, würde ich mal sagen. Die Disc der normalen Fassung. Und dann hier die Disc vom Extended Cut. Also zwei Discs mit an Bord. Und der Innendruck, der ist wirklich scharf gedruckt. Also, es geht doch. Aber, naja gut, vielleicht war dieses Bild vorne von Kevin Costner nicht in absolut scharf verfügbar. Obwohl, wenn wir jetzt mal, wir können ja mal einen Vergleich starten hier. Wenn wir jetzt mal den Discdruck angucken. Also, der Discdruck ist schon ein bisschen schärfer als das Motiv. Ist doch relativ komisch, obwohl es das gleiche Bild ist. Naja, wie gesagt, das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau. Das Steelbook an sich ist wirklich okay. Hat jetzt auch keine Beschädigung gehabt, soweit ich es gesehen habe. Und ja, bin gespannt auf den Film. Hab den schon lange nicht mehr geguckt. Werde ihn mir demnächst auch geben. Und das jetzt, wie gesagt, im schicken Steelbook oder im mittelschicken Steelbook. Ja, das war es auch schon für diese Woche. Das Wochenupdate waren jetzt nur drei Sachen. Mal sehen, was nächste Woche so kommt. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe, ob ich überhaupt was bestellt habe. Aber irgendeine spontane Kleinigkeit wird schon zu sehen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!